Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Nicht als Feiglinge! Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur effektiven Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Mein Führer. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Falls die Russen mich... Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Meine Familie. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber.